Wenn ich schon was sagen würde, dann würde ich doch ganz glatt behaupten, dass du schon vollkommen die absolute Erscheinung von allem bist. Also die Megashow, und auch bist du dieses, was diese Megashow beschaut. Und gleichzeitig bist du überhaupt nichts von all dem, was behauptet werden könnte. Weil auf der anderen Seite gibt es sie nicht, denn die andere Seite könnte ja nur zur anderen Seite gemacht werden, wenn es diese Seite hier geben könnte. Doch diese Seite hier ist mindestens genauso wahr und unwahr wie nichts anderes, was nicht genauso sein kann. Also du bist total gut, weil du alles bist, was du siehst und was du glaubst und was du denkst und was jemals sein könnte oder sein kann oder sein wird. Alles ist gut, weil alles Gott ist und weil du Gott bist und du keine Wahl hast, weil du nicht zu zweit bist und über irgendetwas entscheiden könntest, denn um über irgendwas entscheiden zu können, müsstest du ja zweimal vorhanden sein. Du als erstes und dann das zweite, über das du entscheiden könntest. Natürlich, wenn du ein Anhänger der Separationsidee bist, der Idee von Trennung, dann kannst du natürlich von mir aus sehr gerne daran glauben, dass du eine Wahl hast. Es kümmert mich wohl sehr wenig. Weil mich kümmert es wohl sehr wenig. Ich habe ja meine eigenen Probleme. Wenn ich selber glaube, ich hätte die Wahl, dann bin ich ja wieder der, auf den alles zurückfällt, der dafür Verantwortung übernehmen muss, dass auch so doof ist und gar nichts kapiert und dass alles automatisch passiert und gar nichts kapiert und alles automatisch passiert wie war. Hallo!